in der letzten Episode. Wir sehen uns um und verschwinden, bevor noch was schief geht. Du meinst, bevor noch was schlimmer schief geht? Was ein Penner. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Banner Saga. Wir sind in der Folge Nummer 10. Ja, und sind, wo sind wir denn eigentlich? Ja, das ist wieder die gute Frage. Ich kann mal auf die Karte schauen. Die geht mit nicht mit M, sondern natürlich mit einem Klick auf Karte. Ah, ein Frostweller sind wir. Hervorragend. So, komm raus. Hier das X. Ganz deutlich zu sehen. So, dann gehen wir mal in den Markt. Wir haben nämlich 45 Ansehen und wollen mal schauen, was wir dafür Interessantes kriegen. Pferdescore. Schuhe aus den Hufen von Pferdebürtigen machen einen angeblich schneller, aber auch kaltblütiger. Plus 1 Bewegung, 10% Ausweichen bei Stärkeangriffen. Nicht schlecht. Ein früher König der Menschen war dafür bekannt, dass er zwanghaft den Ring an seinem Finger drehte, ehe er in den Kampf eilte. Schildkrötenband. Zwei Rüstung in Ruhe. Okay. Wenn man also nicht angreift. Was heißt denn das hier? Achso, hier kann man dann Vorräte kaufen, alles klar. An diesem juwelenbesetzten Stirnband scheint das Auge einer elfenbeinfarbigen Katze sich umzublicken. Zwei Rüstungspunkte pro Runde. Boah, das ist natürlich schon heftig. Aber kostet 10. Und wir haben, glaube ich, auch noch gar keinen, der 5. Also Level 5 ist. Ja, hervorragend. Noch nicht mal ansatzweise. Na toll. Ach du Schande. Ja, ich weiß nicht. Finde ich dann jetzt nicht so prickelnd. Das ist halt in Ruhe. Das heißt, da muss er stehen. Da kriegt er ein bisschen mehr Bewegung, kann ein Feld weiterrücken und hat ein bisschen Ausweichen bei Stärkeangriffen. Weiß ich nicht. Wir haben 27 Vorräte, also für 27 Tage. Nee, Versorgung für 7 Tage. Was? Ernsthaft? Tatsache, krass. Okay, ich würde sagen, wir müssen da was kaufen. 8 Tage. 9 Tage. Oje, 10 Tage. Das ist ja nicht wirklich viel, alter Schwede. Ich hoffe, das reicht. So. Wenn ich es richtig gesehen habe, ist keiner zum Aufleveln. Genau, okay, dann behalten wir unseres erstmal. Ist jetzt natürlich jetzt blöd im Markt. Ich weiß nicht, finde die Items jetzt nicht so ultra prickeln, aber das sind ja auch jetzt, dieses Blaue ist halt sehr interessant. Aber wir haben noch kein Level 5 und da will ich ja jetzt dann doch keine 10 ausgeben, weil wenn wir dann mal aufleveln, brauchen wir unser Ansehen. Also von daher, ja, keine weiteren Optionen, also weiter geht's. Vor den Mauern herrscht Chaos. Es ist alles voller Wüter. Zum Glück ziehen sie um den Hügel, auf dem Frostweller liegt, nach Süden und zeigen wenig Interesse daran, euch zu folgen, als ihr in die Einöde zieht. Aber jemand anderes zeigt Interesse. Aus den Toren Frostwellers kommt euch eine Gruppe von Kämpfern nach. Einen hochbeladenen Vorratswagen hinter sich. Ihr gewärtigt Schwierigkeiten. Da ruft einer von ihnen. Halt! Wir haben euch fortgehen sehen, sagt der Anführer. Ich bin Onef. Diese Männer halten mir die Treue. Wir wollen nicht in Frostweller bleiben. Aber bis jetzt hatten wir keine Wahl. Es ist uns gleich, wo ihr hinzieht. Wir gehen mit euch. Ach so, da hat nur okay. Was immer in der Stadt vor sich geht, diese Männer wollen offensichtlich unbedingt fort. Du weißt nicht, ob du ihnen traust. Aber ein erfahrener Kriegerschar könnte das Risiko wert sein. Wir können erstmal fragen, aber ich denke, wir werden sie tendenziell mitnehmen. Da sind Aasgeier und Wahnsinnige am Werk, berichtet Onef. Die Familien töten einander um der Erwacht willen. Drin wird mehr Blut vergossen als draußen. Es kommt einer Todesstrafe gleich dort zu bleiben. Na dann, mitnehmen. Wir sind dankbar, sagt Onef. Und wir haben genügend Essen dabei, um was abzugeben. Er und seine Kämpfer stoßen zu eurer Karawane, als ihr euch in die Einöde aufmacht. Endlich seid ihr aus Frostweller entkommen. Doch ihr steht neuen Problemen gegenüber. Wen auch immer Ivar in Würmsee kennt, du hoffst, dass man bereit ist, euch zu helfen. Ah, jetzt haben wir 17 Tage. Das ist cool. Oh, das ist eine Hochebene. Das ist ja cool. Das ist Rondane. Oh. Auf einem überwachsenen Wegstück sitzt rittlings ein alter Mann. Hast du dich verlaufen? Fragst du. Er zieht den Lederriemen um seinen Kopf zurecht. Nein, und ihr? Damit schlurft er auf die Karawane zu. In seinen zerrissenen Kleidern befinden sich keine Waffen.
Na, ich habe schon Besseres gesehen, meint er mit einem scheelen Blick auf die Vorratswagen. Aber ich komme mit euch. Dann stellt er sich neben einen Kämpfer, wirft sich den Bart über die Schulter und streckt die Brust raus. Der Kämpfer grinst, der Freund atmet aus und fragt, worauf warten wir? Zeigt den Weg. Wir haben schon gemerkt, du kannst mitkommen, wenn du Schritt halten kannst. Wer bist du und was machst du hier draußen? Ja. Nennt mich Unna. Oder wie ihr wollt, sagt der Alte. Ein Mann kann hingehen, wo es ihm beliebt, nicht wahr? Sein strenger Blick ist eher komisch als einschüchternd. Aber du erwartest trotzdem keine Antwort mehr. Alles klar, hopp. Schritt halten, der Alte schnauft durch den Schnurrbart. Schneller als der alte Unna ist niemand. Und ihr Männer, passt auf eure Frauen auf. Ich bin mit einer goldenen Zunge geschlagen. Keiner silbernen. Die Karawane, dankbar für den Scherz, setzt sich wieder in Bewegung. Ural gestiegen. Durchschnittlich, ne, hervorragend. In der Karawane herrscht Sorge. Mehrere schwarze Gestalten wurden in der Ferne gesichtet. Offenbar verfolgen sie euch. Wüter, schreit eine Frau. Doch du hast den Eindruck, dass die Gestalten nicht wie Wüter aussehen. Die Götter mögen verdammt sein, ächzt Onef, der auf einem der Wagen steht, um weitersehen zu können. Das ist schlimmer als Wüter. Das ist Ekiel. Der Grund, warum wir Frostweiler verlassen haben. Die Neuigkeiten verbreiten sich unter den Clanmitgliedern wie ein Lauffeuer. Ekiel? Aber warum sollte er? Setzt Utlif an. Falls er nicht hinter dir her ist, Onef? Er ist verrückt, wirft Onef ein. Und unberechenbar, er hat ganz schön viele Kämpfer bei sich. Dein Verstand rast, um eure Möglichkeiten abzuschätzen. Sie abhängig auf einen Kampf gefasst und angreifen sie von der Karawane abdrängt, versuchen die Angelegenheiten friedlich beizulegen. Er ist verrückt. Ich weiß nicht, ob das mit dem Abhängen angreifen sie auf einen Kampf gefasst machen, würde ich sagen. Bereit machen, rufst du. Die Wagen bilden eine Burg. Mit gezogenen Waffen wartet ihr. Schließlich hört ihr einen Ruf im Wind. Onef, mein guter Freund, wir sind gekommen, um zu reden. Ekiel wirft seine Waffe auf den Boden und nähert sich alleine. Warum soll ich dir auch nur ein Wort glauben? Onef, wir waren doch Freunde. Was ist passiert? Geh nach Frostweller zurück. Was willst du denn noch? So ein hübsches Mädchen. Ist das deins? Wie froh ich bin, dass man ihr nichts getan hat. Die Wüter meine ich. Meine Freunde, wie könnt ich vergessen, was ihr für mich getan habt? Ihr habt meinen Lebendköder benutzt. Ihr habt meine Krieger genommen. Ihr habt einen meiner besten Männer genommen. Wie geht es dir, Onef? Behandelt man dich gut? Versteck es dir doch sonst wohin, Ekiel. Wenn du gekommen bist, um mich zu töten, dann bringen wir es hinter uns. Aber nicht doch. Du glaubst wohl, mich zu kennen oder Leute wie mich. Was hat Onef dir gesagt? Dass ich verrückt bin? Ich habe nicht überlebt, weil ich verrückt bin. Ich habe getan, was ich musste, um mich in Frostweller zu überleben. Du warst mein einziger Fehler. Entschuldige, wie heißt du nochmal? Das sollte ich wohl mittlerweile wissen. Ruck. Was für ein Mann bist du, Ruck? Auf mich wirkst du durchschnittlich. Vielleicht wie ein Mann, der um seine Tochter besorgt ist, der sich eben durchschlägt. Aber dann schau hinter dich. Wie viele Leute sind das? Sie folgen dir und kämpfen für dich. Wieso? Was für ein Mann bist du? Ich beschütze meine Leute. Ist doch mehr als das, oder nicht? Glaubst du, jeder wäre zum Anführer geboren? Zum Treffen schwieriger Entscheidung. Ach, hat er übrigens nicht seine Waffe auf den Boden geworfen? Nur so als Frage mal. Was glauben diese Leute, wer du bist? Du hast sie gerettet. Du bist ein Held. Das ist wohl wichtiger, als wer du wirklich bist. Worauf willst du ihn raus, Ekiel? Ich bin dein Gefangener, Rock. Fessle mich. Frostweller ist erledigt. Ich kann dort nicht überleben. Dank euch, meine lieben Freunde. Ihr habt mir vielleicht nicht die Kehle durchgeschnitten, aber ihr habt uns doch zum Tod verurteilt. Ich glaube nicht, dass du so bist. Soll das eine Entschuldigung sein? Ihr könnt mir nicht trauen, ich weiß. Nehmt mich an meine Männer gefangen, wenn es sein muss. Ekiel senkt den Blick und spricht langsam. Ich bin mir nicht so schade zum Betteln. Onef nach seiner Meinung fragen. Ja. Ich wäre ein Heuchler, wenn ich dir raten würde, sie hier zu lassen. Ich weiß nicht, Rock, du kennst mich nicht. Wie konntest du mein Wort mehr trauen als seinem? Ich schließe mich deiner Entscheidung an, wie immer sie aussieht. Also toll. Ekiel unterstrickten Ekiel. Achso, dann, wenn wir ihn unter strikten Bedingungen mitnehmen, ändert er seinen Namen. Das ist gut. Dann machen wir das mal. Wir brauchen Kämpfer, ihr kämpft gegen die Wüter wie wir anderen. Ab jetzt kämpft ihr für alle, nicht nur für euch. Und wenn ihr einen Mann, eine Frau, ein Kind auch nur schief anseht, werden wir nicht zögern, euch allesamt auf der Stelle zu töten. Was? Du erweist uns eine größere Ehre, als ich gehofft hatte, Ruck. Diese Leute haben Recht, dir zu folgen. Wir werden euch keinen Ärger machen. Ich mag leichtfertig sein, aber meine Schulden zahle ich zurück.
Die Männer werden von der Karawane misstrauisch beäugt, aber sie versuchen sich einzufügen und befolgen deine Befehle. Du erwartest trotzdem Beschwerden. Allmählich werden die Dinge kompliziert. Aha, ja, da fällt die Moral in den Keller. und fällt, ja, hervorragend. Wir sind aber noch auf Durchschnitt. Was ist das? Und hier ist noch ein Stein. Aha. Beim Götterstein lagern überraschend viele Leute. Sie sind schon lange hier, seit die Sonne stillsteht. Offenbar glauben sie, dass der Sonnengott Radormyr zurückgekehrt ist. Trotz der trostlosen Umgebung beten sie ihn an. Sie heißen die Karawane willkommen, gesellen sich zu euch und tauschen sich mit euch aus, während ihr euch erholt. Handelsgüter haben sie praktisch keine, doch ihr Anführer und bietet euch an, euch an ihrem Gebetsritual zu beteiligen. Komm, mach mal. Tapfer nimmst du das Angebot an. Als du ihr Öl aufträgst, brennt es auf der Haut wie Feuer. Doch du erträgst es. Dadurch enthüllen sich dir zwar nicht die Geheimnisse des Universums, doch die Gläubigen sind beeindruckt und schenken dir noch mehr von dem Öl. Inspizieren, ja. Niemand weiß, wie Radormyr ausgesehen hat, da er die Abgeschiedenheit liebte. Niemals nahm er direkten Kontakt mit der Menschheit auf. Viele denken, dass er eine Schlange war, die in der Sonne lebte, und oft heißt es, dass man an sonnigen Tagen die Schwanzspitze einer riesigen Kreatur in den dünnen Wolken sieht. Radormyr gehörte stets zu den Glücksgöttern, denen die Leute für gutes Wetter, gesundes Vieh und gute Ernte danken. Das größte Mysterium bestand jedoch immer darin, dass dieser Götterstein am Grunde eines ausgetrockneten Sees gefunden wurde. Ihr rastet eine Weile und brecht dann wieder auf. Die Anbeter des Sonnengottes wollen bleiben. Ihr packt eure Sachen und kehrt auf die Straße zurück. Gullenfürie. Ha. Götterstein Radormyr. Tja, da geht's schon weiter. Oh, hoffentlich reicht die Vorräte. Wir sollten im Lager rasten, damit es die Moral erholt. Ja, tatsächlich. Was ist das? Schwache Moral? Na, ist ja hervorragend. Ah, Onef und Ekkil sind auch dabei. Hervorragend. Ja, hat die Idee. Was ist denn das? Gullenfüri. Angeblich ein Geschenk des Gottes Radormyr. Waffen, die mit diesem seltenen Öl überzogen sind, brennen wie Sonnen. Für plus 15% zweifach Stärkeschaden. Das hätte man auch ausschreiben können. Dafür ist genug Platz, würde ich sagen. Okay. Ja, dann machen wir mal einen Rest. Verdammt. Okay. Wir müssen weiter. Wir haben nur noch 9 Tage. Wir hatten 17, als wir los sind. Also knapp die Hälfte haben wir jetzt noch vor uns. Oh je. Viele Leute haben im leichten Schneefall schwarze Geier bemerkt, die über der Karawane kreisen. Die Vögel sind zwar keine Gefahr, aber sie beeinträchtigen die Stimmung des Clans merklich. Als du dich umsiehst, schießt Otli Pfeile in die Luft und trifft einige Male beinahe. Verschwindet, hier gibt es keine Toten, schreit sie unbestimmt. Ah ja, ein paar Aggressionen kann ja nicht schaden. Nach einigen weiteren Schüssen gelingt es ihr, einen den Geier zu treffen. Der Vogel geht zu Boden. Sie holt ihn lachend und kommt dann zu dir, um dir die schwarzen Federn zu zeigen. Weißt du, sagt Otli mit einem Blick auf die Karawane, viele der Frauen hier könnten schießen. Du siehst ihr an, dass sie von der Idee begeistert ist. Ich glaube, ich werde einige von ihnen das Kämpfen lernen. Ja, warum nicht? Auf jeden Fall, das kann nicht schaden. Ja. Kämpfer können wir immer gebrauchen, bestärkst du Otlif. Man sieht ja an Alette, dass du weißt, wie man Leute am Bogen ausbildet. Otlif lächelt dich an. Sie geht, um anderen Frauen aus der Karawane den Geier zu zeigen, den sie geschossen hat. Steigt da die Stimmung? Wahrscheinlich nicht. Ja, Moral gefallen, was weiß ich. Komm, wir müssen bald mal durch sein. Ein Kundschafter kehrt mit einem fast erfrorenen Kind zurück. Ich bin im Schnee beinahe auf sie draufgetreten. Sie ist wohl vor irgendwas weggelaufen. Blaue Flecken sprenkeln ihre blasse Haut, aber ihre Brust hebt und senkt sich ganz zart. In diesem Zustand könnte es sogar tödlich sein, wenn sie getragen wird, sagt eine Frau. Wir könnten hier in Gefahr sein, wirft eine andere ein.
sie in der Obhut von Heidern lassen und weiterziehen, die Karawane für den Tag, Rest des Tages rasten lassen und für das Mädchen sorgen. Ja, komm, mach mal das. Für die Moral ist es eh nicht so schlimm. Die Zelte werden errichtet, ein Feuer wird entfacht und das Mädchen wird in Felle gewickelt und daneben gelegt. Es dauert lang, aber dann ist sie kräftig genug, um Wasser und schließlich heiße Brühe zu trinken. Als du am nächsten Tag erwachst, sagt dir deine Heilerin, dass das Mädchen sich wohl erholen wird. Moral gestiegen. Moral gestiegen, Moral gefallen, minus 5 Vorräte, Moral gefallen. Na, hervorragend. Ja, da müssen wir wohl nochmal ruhen. Ist jetzt ein Held? Nee, das wäre es jetzt natürlich. Ach je. Okay, einmal resten. Okay, und weiter geht's. Tschüss. Voraus erspäht ihr eine ganze Anzahl von Bauern, die von Banditen umringt sind. Einer der Bewaffneten blickt über die Schulter und sagt, Götter verdammt, das hat mir gerade noch gefehlt, hört zu. Ihr mischt euch nicht ein und dafür ist einer dieser Vorratswagen euer. Die Bauern sagen zwar nichts, aber ihr Blicke flehen euch an. Dann wohl weg von den Leuten, sonst sterbt ihr. Der Mann dreht sich dir vollständig zu und schüttelt den Kopf. Ich habe schon befürchtet, dass ihr solche seid, sagt er nur, ehe die Banditen sich auf euch stürzen. Ja, endlich gibt es mal was zu tun. Das ist ja unglaublich. Okay. Unser Augenzucker. Ja, guck mal, wie die sich machen. Wir hätten natürlich ein Training machen können, das stimmt, aber Kampf ist ja hier auch so eine Art Training. Okay, wir haben 4 Schildträger, alles klar. Okay, Moment, machen wieder mal alles an. Ja, da sind noch ein paar Stärke dabei, dann haben wir Bogenschützen, okay. Palett. Sehr schön. Warte mal. Eins dahin. Bereit. Bis wohin können die ziehen? Die können komplett nach vorne ziehen. Wir kommen aber nicht hin. Das ist ja hervorragend. Beutemarkierung. Bewirkte Rüstungsschaden. Alle Verbündeten in Reichweite greifen automatisch das markierte Ziel an. Naja, das funktioniert so nicht. Das ist ja dämlich. Warte mal, die kommen wohin? Dann beweg dich mal dahin. Okay, alles klar, du darfst. Bitte auf den Schild. Okay. Du darfst, bitte auf den Schild. Okay. Und dann müsste es ja klappen. Ah, er ist befördert worden. Hervorragend. Okay. Durchlauf. Laufe durch Gegner, bewirke Rüstungsschaden, um dann ein Ziel von hinten zu treffen. Ja, das machen wir. Ja, mach mal. Geil. Nicht schlecht. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ja. Gehen alle auf den Wal, okay. Schneid. Wirkt bei allen benachbarten Einheiten Stärkeschaden und Rückstoß. Geil. Oh. Okay. So, ja, da müssen wir halt einen Punkt investieren. Angriff. Stärke. Mhm. Ne, warte mal. Kommt sie? Pfeilregen. Wie weit kommt sie da? Nicht sehr weit, okay. Achso, da ist ja ein Gegner. Toll, ich hab den gar nicht gesehen. Sicher gut versteckt. Das sieht man jetzt nicht. Warte mal, machen wir das mal aus. 8 und 4, okay. Ja.
Okay, kannst du angreifen ihn? Warum kannst du ihn nicht angreifen? Das ist toll, hey, super. Beweg dich mal ein Stück zurück. Ja, sehr schön. Ah, sie ist befördert worden, hervorragend. Okay, jetzt reicht's, Junge. Weißt du Bescheid, gell? Nee, warte mal, vom auf die Rüstung. Boah, hört nur eins. Ist bescheuert oder was? Durchlauf. Komm. Der Onef ist richtig gut, alter Schwede. Ja, das war klar. Warte mal. Komm. Wir müssen erstmal hier die Rüstung runterkloppen. Nee, komm, normaler Angriff und auf die Rüstung. Elf mit Stern, tschüss. Okay, komm. Einfädelung. Alle Einheiten zwischen Schütze und Ziel werden getroffen. Ja, das ist nicht gut. Nein, 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 keine Einfädelung. Ganz normaler Angriff. Okay. So, wir müssen jetzt mal auf die Fernkämpfer gehen. Ja, da kann er natürlich nicht durchlaufen, aber ist jetzt auch erst egal. Normaler Angriff reicht da. Verleumdet. So. Komm, ganz normaler Angriff. Pillage. Uiuiuiui. Das ist natürlich schon ganz speziell. Warte mal, nee. Doch, ja, doch. Komm, geh mal ein Stück zurück. Und runter. Oh, dann nur noch zwei Stärke, so ganz schwach. Durchlauf, ja, das darf sie nochmal gönnen. Geil, so viel Beförderung, alter Schwede. Allerdings auch zwei Verwundete, naja. Verleumder. Iva wurde befördert. Alette wurde befördert. Onef wurde befördert. Iva ist verletzt. Ekil ist verletzt. Acht Ansehen. Hervorragend. Die Banditen sind entweder tot oder geflohen und die Bauern danken euch überschwänglich. Es ist wahr, was er gesagt hat, meint einer zu dir. Wir haben das Essen genommen und sind gegangen. Mögen die Götter an mir gnädig sein. Ich hätte sie sterben lassen. Zögernd reihen sie sich in die Karawane ein. Ach, wir haben Vorräte. Hervorragend. Moment. Lager, Lager, Lager. Sehr gut. So, wir müssen sowieso ruhen. Dann schauen wir. So viele Aufstiege, Mann, Mann, Mann. Ja, drei Tage werden wir wahrscheinlich nicht lagern, aber zwei wäre schon sinnvoll. Befördern. Ja, sie ist Level 2. Sehr schön. Ein bisschen mehr Stärke kann nicht schaden. Und ich denke, ein bisschen mehr Schild kann nicht schaden. Ja, dann ist sie auf dem Feld gar nicht schlecht dabei. Sie hat eh schon mit 8 von 9, also 8 Rüstung und 8 Leben ist sie gar nicht schlecht dabei. Ja, das habe ich, glaube ich, gerade gesagt. Iva. Ja, der wird dann Level 3. Der kriegt ein anderes Item. Befördern. Ja. So, ja, mein Gutster. Ist er wirklich mit dem Leben, hast du es ja auch nicht. Okay. Und Onef. Sehr schön, der ist schon Level 2. Der war gar nicht schlecht dabei, muss man wirklich sagen. Der ist richtig gut. Das müssen wir uns auf jeden Fall merken. Wir geben ihm noch eins auf Stärke mit. Und noch eins auf Schildbrechen mit. Weil er ist ja ein Nahkämpfer, da macht das schon Sinn. Sehr schön.
Gut, so, dann müssen wir mal die Items neu sortieren, weil Alette ist ja jetzt Level 2. Sie kriegt das mit dem Rüstungsschaden dazu, das ist gut. Das kann eigentlich der Ekil haben. Die 3 kriegt dann der Iva. Gut, er kriegt halt nichts. Sie hat aber auch nichts, okay. Ja, naja, gut. Wir brauchen mehr Items. Oder wir müssen aufleveln, ja. So sieht's aus. Dann machen wir eine Ruhung. Und dann machen wir noch eine Ruhung. Sehr schön. Und in der nächsten Folge ziehen wir weiter. Ja. Gar nicht schlecht. Also die, jetzt haben wir 2 Helden mehr. Die leveln auch schon teilweise mit auf. Das ist gut. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen guten Tag. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.